Für die Aussprache. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt nach der Geschäftsordnung 32 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei an der Redezeit der stärksten Fraktion. Erster Redner ist der Abgeordnete Andreas Winhardt von der AfD-Fraktion. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Vizepräsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Bayerns Bauern schützen, so lautet der Titel unseres Antrages. Und als dieser im Sommer dieses Jahres entstand, zusammen mit aktiven Landwirten aus der Region Rosenheim-Miesbach, da konnte keiner wissen, in welcher misslichen Lage sich die bayerische Landwirtschaft dieser Tage befindet. Erst gestern haben 8000 Traktoren Berlin im wahrsten Sinne des Wortes verstopft. Ein Flugzeug wurde gechartert von schwäbischen Landwirten, die sind von Memmingen extra nach Berlin geflogen, um gegen die aktuelle Landwirtschaftspolitik zu demonstrieren. Vor wenigen Wochen hatten wir hier in München eine Demonstration von bayerischen Landwirten am Odeonsplatz. Leider waren von den anderen Fraktionen etwas wenige Kollegen dort zu sehen. Wir haben uns dort dann selber ein Bild verschafft und mussten feststellen, dass es bei den Bauern meistens dann schon ein bisschen weiter fehlt. Wir haben diesen Antrag zusammen mit der Landwirtschaft erarbeitet, denn die bayerischen Landwirte fühlen sich zum Großteil gerade in der Milchviehregion am Alpenrand in ihrer Existenz bedroht. Die landwirtschaftsnahen Verbände gehen davon aus, dass 30% der Höfe durch diese Regelung betroffen sind. Und es soll in Zukunft noch schlimmer werden. Gerade bei der Gülleausbringung stehen Verfahren im Raum, dass in Zukunft nur noch der Schleppschuh bzw. der Schleppschlauch oder Schlitzverfahren anzuwenden ist, nicht mehr der Breitverteiler, der unter Umständen verboten werden soll. Wir sollten heute an die bayerischen Landwirte ein Signal senden und diesen Maßnahmen jetzt schon entgegensteuern und eben diese Öffnungsklausel, die die EU-Richtlinie vorsieht, nutzen. Passend zu Punkt 1. Wollen wir auch ein Gutachten, welche Böden in Bayern ein hohes Denitrifikationsvermögen haben. Das ist wichtig, um klarzustellen, wo es möglich ist, in der Landwirtschaft die Bauern zu entlasten. Und genau in dem Zusammenhang steht auch eine gewisse Rechtssicherheit für die Landwirte. Kann ich dort meine Gülle ausbringen oder kann ich es nicht? Und bevor die Grünen wieder auf irgendwelche Ideen kommen, wollen wir hier Rechtssicherheit für unsere Landwirte schaffen. Der dritte Punkt in unserem Antrag ist ein Bericht, wo es darum geht, mal zu untersuchen oder mal uns vor Augen zu führen, wie es denn um diese ganzen Gülletransporte im Zusammenhang mit dieser Düngemittelverordnung steht. Gülle besteht zu 95% schlicht und ergreifend aus Wasser. Wir fahren zum Großteil Wasser durch die Gegend und die Bauern bei uns in der Region um Rosenheim, um Miesbach, um Traunstein, die müssen ihre Gülle mehrere hundert Kilometer zum Teil verbringen, mit großen Aufwänden. Das kostet ihnen Geld, das kostet ihnen Zeit und von der Arbeitszeit wollen wir gar nicht sprechen. Da fallen Mietkosten an für größere Fässer. Und von dem her lassen Sie uns diesen Irrsinn heute beenden. Setzen wir ein Zeichen für die Landwirtschaft und deswegen bitte ich um Ihre Zustimmung für unseren Antrag. Vielen herzlichen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Martin Schöffel von der CSU-Fraktion.